Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Bitcoin-Analyse. Mein Name ist Stefan Bohle aus Hannover und wir schauen uns mal wieder den Bitcoin an. Ja, wie hat sich der Bitcoin entwickelt? Es lief ja relativ gut in den letzten 6 Wochen. Wir konnten das Tief erkennen hier am 1. April, haben auch das Hoch erwartet und nun sitzen wir genau in der Korrektur, die ebenfalls erwartet worden ist. Von daher, alle, die letzten 6 Wochen fleißig zugeschaut haben, dürften jetzt nicht von diesem Rücklauf überrascht worden sein. Okay, wir zoomen einmal rein, beziehungsweise hier ist noch zu erwähnen, es hat sich hier eine obere Widerstandslinie gebildet und hier unten eine Unterstützungslinie. Und jetzt gucken wir mal rein, ob wir die auch noch weiter anlaufen werden. Gehen wir dafür in den 4-Stunden-Bereich. So, wir haben in der letzten Analyse den Zielbereich ermittelt für diese Korrektur von 8.604 US-Dollar bis in den Bereich 7.773 US-Dollar. Und wir sind auch schon genau in diesen Zielbereich hineingelaufen. Und jetzt ist halt die Frage, die wurde auch gestern schon in den Kommentaren gestellt, ob jetzt schon zugekauft werden kann. Wer Money Management betreibt, der kann natürlich jetzt schon langsam anfangen, sich hier einzukaufen. Mit Stop Loss zeige ich euch gleich nochmal, muss immer noch hier unten angesetzt werden beim letzten Tief, damit man, wenn die Prognose nicht stimmen sollte, nur einen Teil seines Geldes verliert. Dazu später mehr. So, und jetzt gucken wir, weil es noch ein bisschen unübersichtlich ist, gehen wir doch mal in den Stundenchart hinein. So, wir haben hier nach der Ausbildung der 1 ganz klassisch die A abgeschlossen. Diese wurde wieder korrigiert, wird als B bezeichnet und aktuell befinden wir uns hier in dieser C. Und da ist halt fraglich, ist sie gegebenenfalls hier schon abgeschlossen oder laufen wir noch in den Bereich hinein? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir tatsächlich noch hier hinlaufen, bis in den Bereich von 7.800 Pi mal Daumen plus minus 20, 30 US-Dollar. Es gibt aber auch schon ein erstes Indiz, dass gegebenenfalls hier die C beendet worden ist. Und zwar sieht diese, ich muss noch ein bisschen reingehen, ist diese Bewegung, ja, die wir letztlich gestern gesehen haben, von gestern früh bis gestern Nachmittag, kann bereits ein kleiner Impuls gewesen sein, ja, als 1, 2, 3, 4, 5. Dafür ist aber zwingend erforderlich, dass wir hier kein neues Tief haben. Ja, das heißt, wir dürfen hier in dieser fortlaufenden Korrektur nicht mehr unter 8.208 Dollar hoch. Ach, ich habe mal gerade den Stundenwechsel, Entschuldigung. 8.208,81 Dollar laufen. Das heißt, jetzt müsste eigentlich hier so nach und nach Dynamik aufkommen. Sobald dieses Tief unterschritten wird und hier die Dynamik fehlt, dann wissen wir, war doch noch kein Indiz dafür, sondern wir werden hier noch runterlaufen. Meines Erachtens ist die Wahrscheinlichkeit sogar höher, dass wir noch ein bisschen runterlaufen. Auch wenn hier die C bei 8.418 US-Dollar genauso lang ist wie die A, bin ich eher für die Ausdehnung auf 7.800 US-Dollar, weil hier unten auch die Widerstandslinie kommt. Da kann ich mir schon vorstellen, dass wir die noch anlaufen. Genau. Ja, das ist so meine persönliche Erwartung aktuell. Das heißt, aktuell müssen wir schon hier Obacht geben. Also wer will, kann natürlich schon einsteigen. Dann sind wir hier beim Money Management. Dafür muss ich noch ein bisschen rausgehen. Und mir wieder da meine Zahlen rüberziehen. Die habe ich heute schon mal etwas angepasst gehabt. Letztes Mal stand es noch bei 9.000. Waren wir hier oben und ich habe gesagt, wir kommen alle noch mal zum Zug, wer noch nicht investiert ist, um in den Bitcoin zu investieren. Und hier unterstellt jemand oder ihr selber habt ein Depotvolumen von 100.000 Euro, dann gibt es bei mir die Regel, es wird immer nur 1% ins Risiko gegangen. Das heißt, Maximum 1.000 Euro dürfen investiert werden. Der Stop-Loss ist immer noch klar. Das war das letzte Tief.
die 6.427 US-Dollar, die kommt von hier hinten. Und Einstieg wäre aktuell, jetzt haben wir 8.397 US-Dollar. Ich habe das hier mal gerundet auf 8.400. Hätten wir ein Risiko, also ist die Differenz hier von 1.973 US-Dollar. Verkaufsziel ist 33.244 US-Dollar. Und dann ergibt es folgende Berechnung. Das Ziel wird vom Einstieg abgezogen, bleiben 24.844 Dollar übrig und mein Risiko sind 1.973. Das ist ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 12,6 zu 1. Jetzt haben wir 1.000 Euro, die wir anlegen dürfen, umgerechnet in US-Dollar. Das ist der aktuelle Währungskurs. Haben wir 1.194 US-Dollar zum Investment. Aktueller Kurs sind 8.400 US-Dollar, das heißt, ich kann mir 0,142143 Bitcoins kaufen und müsste sie abstoßen bei 6.427 US-Dollar und dann hätte ich genau 1.000 Euro verloren. Okay, ihr seid jetzt wieder auf dem Laufenden. Sollten wir hier ein neues Hoch ausbilden, werde ich die nächste Analyse erstellen, weil dann wäre dieser Einstiegbereich bereits eine 1 gewesen und würde diesen Trendwechsel andeuten. Aktuell gehe ich noch davon aus, dass wir hier runterlaufen und haben wir diesen Zielbereich erreicht, dann werde ich die nächste Analyse online stellen für die, die dann das Optimum rausholen wollen für den Einstiegskurs. Gut, das war's für heute. Ich wünsche euch einen herrlichen Sonntag, einen guten Start in die Woche und sage daher Tschüss und auf Wiedersehen. Beziehungsweise auf Wiederhören.